Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tibirum Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI. Ganz genau, Leute, heute eine Spezialfolge, zumindest für mich. Es ist Mittwoch tatsächlich und ja, die Umstände entsprechend geht's nicht anders, aber ich nehme Mittwochs auf, Leute, weil ich brauche noch die Folgen für morgen und Freitag, beziehungsweise diese Command & Conquer Folge für Freitag. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben hier diese Mission den Weg freiräumen gemacht, ne? Und jetzt, liebe Leute, haben wir die Mission Orca-Entzug, die wir allerdings auch beim letzten Mal schon gemacht haben. Also eigentlich, ne? Ich hatte ja da diese Aufnahmen verloren. Muss ich mal gucken, ob diese Aufnahme jetzt funktioniert. Aber gut, Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, Orca-Entzug, liebe Leute. Wir kriegen die Hubschrauber. Geil. Achtung! Übertrage neue Informationen zum Thema Tiberium-Gefahren. Tiberium ist nach dem italienischen Fluss Tiber benannt, wo es zum ersten Mal gefunden wurde. Es gibt heute mehr als 200 Gebiete auf der Welt, in denen Tiberium-Lager entdeckt wurden. Tiberium scheint sich von selbst auszubreiten. Fortbewegungsmethode ist unbekannt. Dr. Möbius, unsere Zuschauer wollen wissen, was genau ist Tiberium denn nun wirklich? Also molekular ist es ein nicht auf Kohlenstoff basierendes Element, das offenbar starke metallische Eigenschaften besitzt, sowie eine nicht resonante, umkehrbare Energie mit dem Hang, kohlenstoffbasierende Molekularstrukturen zu zerstören, mit inkonsequenten und ungleichen Positronen im Orbit auf dem ersten, zweiten und neunten Quarkring. Wow, ist das gut oder schlecht? Sagen wir mal so, Eddie. Die Möglichkeiten von Tiberium sind grenzenlos. Wir wissen jetzt, dass Tiberium nicht nur dem Boden Spurenelemente entzieht, sondern offenbar auch bei der Pflanzenwelt lebenswichtige Mineralien schmarotzt. Kontakt ist für Menschen extrem giftig und endet oftmals tödlich. Vermeiden Sie ihn um jeden Preis. Commander, wir mussten Sie täuschen. Die UN war nicht wirklich gegen mich. Zumindest nicht alle. Aber wir mussten ein kleines Spielchen spielen, um Kane ein falsches Gefühl der Sicherheit zu geben. Ich habe ein paar UN-Fonds angezapft und diesmal erledigen wir den Verrückten endgültig. Morelli, für Sie haben wir auch ein paar neue Spielzeuge. Sie kennen die Geheimdienstberichte über den Orca und hier ist er jetzt. Ich lasse Sie und Morelli mit ein paar dieser Babys aufsteigen und sie ordentlich testen. Konzentrieren Sie sich auf einen Kreis von etwa 50 Meilen Radius um Trieste und schauen Sie, was Sie herausfinden können. Es ist tatsächlich soweit. Wir spielen mit den Orcas. Jawohl, Leute. Wir haben das erste Mal unsere Hubschrauber. Oh, sehr schön. Das ist doch sehr geil, Leute. Muss ich mal ganz ehrlich mal so sagen. Und, ja. Genau. Die Cutscene. Ja, es war tatsächlich ein Täuschungsmanöver. Upsala. Es war tatsächlich ein Täuschungsmanöver der GDI, dass die UN nicht mehr auf unserer Seite ist, um Kane halt zu verwirren, weil der ja halt hier auch die ganzen Medien und so manipuliert, ne? Ich würde sagen, kann man mal machen. Und genau, liebe Leute, jetzt haben wir hier die Orca-Mission. Wie gesagt, ich habe diese Mission eigentlich schon mal gespielt, aber ja, ich weiß schon, wo die ganze Kohle hier ist und so. Nämlich hier vorne ist auch noch was.
Ganz genau, aber ich werde mich jetzt hier mal Schritt für Schritt aufbauen. Ich weiß noch ganz genau, dass da unten eine Artillerie angeschissen kommt gleich. Da ist sie doch. Ha! Seht ihr das? Da ist die scheiß Artillerie. Oh Gott, mach die platt. Ha! Ein Unentschieden. Okay. Du kannst da nicht draufballern. Der kann nicht auf das Mannequin ballern, ne? Okay. Aber gut, Leute, ich hab's lieber so, als dass mir die Artillerie wie beim letzten Mal den Baueffekt ballert. Das hat die nämlich beim letzten Mal tatsächlich geschafft, wo ich es aufgenommen habe. Aber gut, mach einfach mal weiter. Und ja, liebe Leute, weiter geht's hier bei Commander Conquer. Und da kommt jetzt ein Angriff gerade von dem Sack. Oh, lass die mal durchs Tiberium rennen, ist in Ordnung. Bam. Und direkt wird's weg damit. Sehr schön, liebe Leute. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt unser Radar. Brauchen noch die Werkstatt und ich mache jetzt mal diesen Turm da platt. So, Leute. Dann lass den Grenadier mal drauf ballern. Genau, lass den Turm auf den Grenadier ballern, so rum. Und ja, in der Cutscene, der verrückte Wissenschaftler Möbius, alter Schwede. Der Typ, der ist echt so Sheldon Cooper 2.0. Der Typ war einfach krass, oder? Dieser Wissenschaftsfreak. Oh, aber ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, nehme ich mir gleich mal den Jeep. Ah, die Hubschrauber, die passen, glaube ich, sogar noch dahin. Ja, die sollten noch dahin passen. So, Jeep, bleibt bitte in Bewegung. Und in der Cutscene eben, also es waren ja einige Cutscenes, haben wir auch gesehen, was das Tiberium alles auslösen kann beim Menschen. Ja, das ist ziemlich heftig. Und ja, der Jeep, der ist jetzt nicht so schlau. Aber gut, schaffen wir schon, Leute. Dann repariere ich den halt mal kurz. Und ja, der Kater. In der Cutscene von der letzten Mission war der Kater ja auch übel zugerichtet. Ja, und das ist ein Verdienst des Tiberiums gewesen. Und das Tiberium, das kann verheerende Wirkungen auf Menschen und in dem Fall Roboter haben. Okay. Ach, shit. Ja, kommt. Bam, 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 bam. Nein. Raketentyp. Bam. Du Sammler. Geh bitte auch. Ugh, was macht der denn da? Du Penner. Du Penner. Hallo? Pff, danke. Hat der meinen Jeep weggeballert? Der Sack. Und dieser Sack. Ach, der wird da in diesen zwei Jeeps hier so viel Schaden. Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl nicht wahr. Und dann kommt natürlich noch ein Mannequin raus. Oh Mann, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal weiter. Die Kohle, ihr seht's, die reicht nicht mehr lange. Ja, das ist halt begrenzt hier, ne? Ich würde sagen, ich baue jetzt noch diese beiden Hubschrauber. Ich weiß, ihr habt euch darüber echauffiert, dass ich die Hubschrauber nenne, aber Leute, für mich sind das Hubschrauber. Es ist einfach so. Und ja, dann bringt der jetzt die Kohle rein für den dritten. Und dann kann ich die schon mal nehmen, Team 2, und dann seht ihr die jetzt auch zum ersten Mal in Action hier. Und uns den Weg freikämpfen. Bam. So, liebe Leute. Dann kann der Sammler eigentlich schon stehen bleiben. Ja, obwohl, nee, sammeln wir noch. Ich brauche die Kohle hier. Ist ja wohl nicht wahr. So, Team 2 bitte. Mach den nächsten Turm platt. Das ist jetzt nämlich so, liebe Leute. Wir haben ja eben in der Cutscene die Orcas gesehen, wie sie sich da
wie sie da durch ein Gebirge fliegen. Das soll das darstellen hier, glaube ich. Mit jede Menge Geschütztürmen und die kann man jetzt halt mit den Orgas platt machen. Hallo, Sammler? Hörst du bitte heim? Was machst du da? So, dann schieße ich jetzt nämlich mit den Orcas noch die letzten Geschütztürme weg. Und dann kann ich gleich mit den Sammlern nämlich da oben hinfahren. Genau, Leute. Der hat genau 100 Dollar reingebracht hier. Und ja, dann mach diesen Turm platt. Und zack. So, liebe Leute, dann kann ich den Sammler nehmen und dahin schicken. Das ist nämlich die Master-Taktik hier in dem Spiel. Beziehungsweise in dieser Mission. Und da ist noch Tiberium sogar. In der alten Grafik sieht man das fast gar nicht, ne? Aber hier sieht man es schon. Ach du Scheiße, ist noch ein Turm. Was machst du da, Sammler? Mach den im Arsch. Bevor der meinen Sammler noch hier runterschießt. So, da ist noch einer. Oh Mann, da ist noch ein Turm. Da ist noch ein Turm und, oh, hier riecht es gerade irgendwie nach Feuer verbrannt. Ich habe nämlich hier das Fenster auf im Zimmer und, naja, der Geruch von draußen kommt halt rein. Und, ja, ist manchmal ein bisschen stinkt. Aber gut, nicht schlimm. Leute, ich mag ja den Geruch von Feuer, so ist ja nicht. So, der hat jetzt 200 noch. Das reicht aber nicht. Doch, es reicht. Geil. Okay, liebe Leute, dann kann ich noch hier meine Verteidigungstürme aufbauen. Und der Sammler, der fährt jetzt bitte auch nach da oben. Baue ich hier einen und hier einen hin. Und dann, wenn ich die Verteidigungstürme habe, baue ich noch einen Jeep. Und danach schon Kampfpanzerarmee und die reparieren. Also wir haben sehr viele Sachen, die wir hier bauen müssen. Mit limitierten Geldmitteln, das ist das halt. Ja, die Geldmittel hier sind ziemlich limitiert. Konstruktion. So, dann baue ich den Turm dahin, dann baue ich jetzt noch einen. So, ja, dann heißt Leute jetzt erstmal ein bisschen warten. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Das ist ja der Kack. Ah, Act of Instinct wieder hier. Sehr schön. Alles klar, dann würde ich mal sagen, speichern. GDI, Mission. Mission, ja klar. Mission 10. So, und dann Option. Spielgeschwindigkeit geht ja nicht schneller. Das ist ja die größte Verarsche, die es gibt hier. Ja, wartet mal, ich hätte mich eigentlich weiter oben aufbauen sollen. Ne? Ja. Am Ende ist man immer schlauer. Ja, gut. Leute. Eine Artillerie. Och, Leute. Und bam. Sehr gut. Die haben wir zum Glück weggekriegt, bevor der geschossen hat hier. Und ach, da. Ach du Scheiße. Da kommt er jetzt angeschissen. Mit einem Gummipanzer tatsächlich. Was? Der Sack, ey. Der Sack. So. Komm, lass die Flammenwerfer platt gehen. Sehr gut. Ah, warte mal, brauchen wir noch einen Jeep, Leute. Ich brauche noch den Jeep. Kostet nämlich genau 400. Und ah, dann kann ich mit dem schon mal nehmen und weiter erkunden fahren. Erstmal hier unten noch, aber ich weiß ja, dass hier unten nichts ist, leider. Kohle gibt es da auch nicht. Also, diese Map, die ist echt mies, was das angeht. Aber gut. Liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Ich habe das beim letzten Mal halt auf 2 Folgen aufgeteilt. Ich bin jetzt halt unsicher, ob ich das jetzt auch auf 2 Folgen aufteilen soll. Ne? Weil die Mission
Die haben wir jetzt eigentlich so gut wie geschafft. Die Basis ist hier oben in der Ecke. Und wir brauchen jetzt quasi nur noch eine Panzerarmee. Wenn die repariert sind. Die sind repariert. Sehr schön. Dann würde ich mal noch 18 Stück bauen. Und wenn wir unsere 20 Panzer haben, dann reicht das auch schon. Also, so groß ist die Basis jetzt nicht. Das war klar. Schieß doch nicht auf die Artillerie drauf, Mann. Immer am Stress machen die Einheiten hier. Nee. Ja, natürlich. Och, nee, jetzt verfolgt er mich. Ah, nee, okay. Die Mucke ist hier auch so geil. In dem Spiel. So, Leute. Ach, da oben die. Na gut, Mannequin halt, ne? Gut, kriegst du sie vielleicht platt? Okay, jetzt will er ballern. Die kann man nämlich ganz gut austricksen, die Artillerie. Ach, verdammt. Ich rede was von austricksen und dann ballert die direkt. Ja, okay. Ja gut, aber das passt schon so. Ach du Scheiße. Och, schon wieder diese Drecksraketentypen. Mann, Mann, Mann. Und draußen heulen Kinder rum. Ja, Leute, ich habe Fenster auf. Man hört es. Ja. Es wird halt langsam Frühling, ne? Und was macht man da im Frühling besser, als das Fenster aufzumachen? Ja. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu sehr in der Aufnahme. Oha, vier Raketentypen. Was wollen die denn? Die wollen auf meinen Jeep. Ich bin mal gespannt, ob die den platt kriegen. Tatsächlich. Die kriegen den tatsächlich platt. Alter Schwede! Ey, nö! Boah, ist das ein Penner! Ist das ein Penner, ey! Hat der echt meinen Sammler weggekriegt? Ja, toll, verkaufen. Fix. Sorry, Leute, aber es ist einfach so. Es ist ein Penner. Ja, komm. Ballert einfach da drauf, los. Hat der mit diesem Drecksmännchen wirklich eine Raffinerie platt gekriegt von mir? Ja, ich kann eigentlich auch die Türme hier verticken. Die braucht kein Mensch mehr. So. Ich brauche jetzt einfach nur Kohle für die Einheiten. Und eigentlich auch keine vier Hubschrauber. Habe ich so viele gebaut. Gut. Kriegen wir schon irgendwie hin hier. So. Noch 15 Panzer, ey. Mit einem Sammler. Und mach diese Drecksraketentypen platt. Mach die Artillerie platt. Die auch bitte. Ach, sehr schön. Zum Glück können die sich manchmal nicht entscheiden, auf wen die schießen. Da kommt er mit Flammenwerfern. Bevor da irgendeine Scheiße passiert. Drauf da! Mach die kalt! So. Sehr schön, Leute. Tja. Hab ich jetzt halt verkackt. Hallo? Tja, Leute. Mit diesen Panzern werde ich das nie und nimmer hinkriegen. Tja. Was soll ich da jetzt machen mit einem Kacksammler? Das kann ja noch ewig dauern. Ach, Leute. Ist da was? Ich glaube, ich habe das doch. Die Emission sehen. Nee, ich hab's von der letzten Aufnahme noch gespeichert, aber. Naja, ich hätte da jetzt einen Cut machen wollen. Aber das kann man doch nicht abwarten, Leute. Das dauert doch viel zu lang. Die vier Raketen-Mini. Die sind einfach nur da, um mich zu ärgern.
Ja gut, liebe Leute. Oder wisst ihr was? Ich glaube, ich werde hier mal einen kleinen Cut reinmachen. Und ja, dann sehen wir uns da gleich wieder, wenn ich meine Panzerarmee fertig habe, weil es ist jetzt wirklich nur noch mit dem Sammler hier das Abernten und dann die Panzer bauen. Oder soll ich mir irgendwie noch einen Orca verkaufen? Ja, kommt Leute. Wobei ich werde die Orcas ja auch... Der hat oben 4 Flachs. Wisst ihr was? Ich brauche die Einheiten hier. Der hat oben 4 Flachs stehen. Ich bin jetzt mal ein Kulturbanause und schick die einfach mal in den sicheren Tod. Mach diese Flak im Arsch. Nein, Orcas. Stellt euch mal da rein. Genau. Ab in den sicheren Tod mit euch. So. Oh Mann. Fahr doch nicht immer da rein, Mann. Ja, Leute, das war's dann schon wieder mit den Orcas, ne? Ja, ich muss halt einfach irgendwie schneller an Geld kommen. So, die Mining-Fabrik brauche ich auch nicht. Die Silos auch nicht. Ich muss jetzt irgendwie alles verkaufen, was ich nicht brauche. Ein Kraftwerk brauche ich auch nicht. Um mal ein bisschen an Kohle zu kommen hier, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. So, Leute, dann sammelt ihr euch mal bitte da. Dann mache ich euch nämlich jetzt erstmal die Raketentypen hier unten weg. Ah, wartet mal, der kommt da. Der wird da angeschissen kommen. So. So, Leute. Auf den Raketentypen da, los. So. Jetzt versucht er, oder was? Nee. So, Leute. Ja, er läuft einfach dran vorbei. Einen hat er sogar gekriegt, krass. Der hat den Turm wieder aufgebaut. Penner. Richtiger Penner. Na gut. Was macht er da mit den Mannequin? Oh Mann. Leute, was eine Mission. Hallo, bleibt ihr mal hier? So. Ja, pff, die reichen natürlich nicht, ne? Ist klar. Ja. Wenn jetzt mein Sammler noch ins Gelbe schießt, ne? Das wäre so dreist, ey. Ja, und einfach drüber fahren über die Kacke. Einfach platt fahren. Einfach platt fahren. So, Leute. Dann... No Mercy, genau. No Mercy hier. Genau. Mercy is for the weak. Du auch, Kameradenschwein. So. Und ja, Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Guter alte Command & Conquer Remaster. Und ja, dann hoffe ich, dass wir bald mal mit unseren Einheiten jetzt hier durch sind. Oh, brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ja, Leute, ich verkaufe meinen Bauhof. Ich meine, ja, Werkstatt brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ich brauche Geld, Leute. Ich brauche einfach die Kohle. So, dann sammelt ihr euch mal bitte da. Und da habe ich sogar einen Invasoren dabei. Interessant. So, ich verkaufe einfach alles, was ich nicht mehr brauche. Wie viel Energie habe ich zu viel? 100. Wie viel bringt ein Kraftwerk? Ja, das hätte ich noch vorher gucken können, ne? No Mercy, genau. For the weak. Ja, klar. So, liebe Leute, dann... Ja, ja, ist ja gut. No, no, ja. Mercy. Mercy. So. Hier, auf den Jeep. Los. Auf den scheiß Jeep da. Und zack. Ja? Oh nein. So, okay.
In the name of Kane. Nee, danke, Leute. Wir spielen die GDIs, Leute. Wir spielen nicht die Noddies. Oh, aber da können wir hier zumindest schon mal von außen ein bisschen was platt machen. Dann, ja, dann ist die Wartezeit nicht so lang. Da können die natürlich nicht hin. Ja, genau. So, und mach die platt. Mach den Turm im Arsch. Den Obelisken kriegen wir auch, weil das sind sehr viele Manneken. Ah. Die Artillerien halt, ne? Ach, Leute. Immer noch 6 Panzer. Und wir sind schon bei 25 Minuten. Weißt du, was fahr die Drecksäcke platt? Jetzt ist der auch noch im Gelben, ich glaub's nicht. Das ist nur sein. Das ist echt nur sein Ziel hier, ne? Ach, Leute. Das ist doch eine Qual hier, echt. Der hat da auch einiges drin. Das ist ja nicht gerade ohne. Fahr schneller. Ja. Das ist halt auch Command & Conquer, ne? Leute. Einfach warten, bis die Panzerfirma fertig ist, ey. So. Ich hätte meine Basis echt hier oben oder so aufbauen sollen, ey. So. Aber ich werde das jetzt noch machen, Leute. Ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht. Da mache ich die Folge einfach ein bisschen XXL. Geht ja auch. Ne? So geizig wollen wir ja nicht sein. Och, Sammler. Der Opa-Sammler, ey. Mann, Mann, Mann. Ich weiß halt nicht, ob die reichen, ne? 20 Dinger. Ich kann halt dem seinen Sammler erst platt machen, ne? Das ginge ja. Ja, da kommt gleich der nächste raus, hoffe ich. Ja, sehr gut. Aber auch wirklich knapp. Nimm, such dir mal das da, genau. Dann hoffe ich, dass das nur eine Ladung reicht. Weil dann gehe ich mit den 16 Panzern los. 15 Panzern, oder wie viele das sind? 4, 8, 12, 13, 15 Panzer. Ja. Ich hoffe halt inständig, dass das reicht. Immerhin hat er jetzt hier eine volle Ladung. Oh Mann, Leute. Was ein Krampf. Ah, es sind doch 16. 16, ja, der ist halt kaputt. Aber trotzdem, 16 Panzer. Ist das denn nix? Dann verkaufe ich gleich noch meine Raffinerie. Weil die werde ich dann eh nicht mehr brauchen. Dann muss ich halt mit diesen 16 Panzern diese ganze Basis hier platt machen. Ist nicht euer Ernst, Leute. Das reicht nicht? Was zur Hölle? Ach Leute, ist das bescheuert. Ist das blöd. Wirklich. Verkauft die halt. So. Tja. Da habe ich jetzt was angefangen, ne? Da kommt er jetzt nämlich wieder mit seinen Manneken-Trupps. Das so gut, so eine gute Idee war, Leute. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Einfach überfahren, kommt. Einfach überfahren, die Scheiße. Okay, das ist gut gelaufen. So, das ist auch gut gelaufen. So, das sieht doch gut aus eigentlich, ne? Da sind wieder 4 Raketen-Freaks. Ach, Leute. So. Alles klar. Was machen die denn da? Oh Mann. So, Flammenwerfer. Die bitte platt machen. Sofort. Und vor allem die hier platt machen. Genau. So. Sehr schön, Leute. Dann setzt euch mal in Bewegung. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir unsere Panzerarmee
Dann hoffe ich mal, dass das ausreicht. Ich weiß, dass der hier tausende Manniken drin stehen hat. Oh Mann, das wird jetzt interessant, Leute. Ich speichere das Ding nochmal. Die ganze Mission hängt jetzt davon ab. Die vier Raketenfreaks. Ja, da kommt er nämlich wieder. Lass den mal rauskommen mit seiner Scheiße. Lass den mal rauskommen. Genau, mach den Turm im Arsch. Am besten nicht in die Reichweite des Obelisken fahren. Ja doch, komm, da gehen wir halt rein. Mach den Obelisken platt. Mach den Obelisken platt. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich hoffe, dass das funktioniert hier. Oh Mann, ey, diese Raketentypen. So, den Gummipanzer bitte platt machen. So, die Artillerie. Ach du Scheiße. So viele Raketentypen. So, und hier die Minikenfabrik platt machen. Los, die Raffinerie platt machen. Sehr schön, Leute. Panzerfabrik platt machen. Die Artillerie ist scheißegal. So, hier weiter, Bauhof platt machen. So, Leute, er kann nichts mehr machen. Ist schon mal gut. Leute, die Mediken gehen mir ganz schön auf den Piss, muss ich sagen. So, aber wartet mal. Ich habe noch eine Idee, Leute, mit dem Invasor. Kann ich denen doch so ein Silo hier abnehmen? Ach du Scheiße, die Panzer sind alle platt. So. Ja, das passt aber schon so. Ja. Ha, haben wir geschafft. Geil, Leute. Haben wir geschafft. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Wunderbar, Leute. Da hat sich mein Plan ja... Da ist mein Plan ja voll aufgegangen. So. Es seien diese vier Raketentypen da unten, die machen mich jetzt noch kalt. So. So, dann haben wir jetzt ein bisschen Kohle zumindest. Selbstverständlich. Wo geht denn die Kohle drauf? Hä? Naja, gut, egal. Und dann hätten wir jetzt hier noch den Jeep. Für die vier da unten. Oder ach, Quatsch. Was mache ich denn? Die vier da unten kann ich mit einem Luftangriff platt machen hier. So. Ja, kommt. Den auch bitte. So. Oh, und bam. Ja, klar. Der Schütze, der nimmt mir noch einen Panzer weg, ey. Oh. Aber das ging doch gut. Leute, das ging doch auf. So. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Schieß den platt. So, jetzt noch den da. Du auch. Aufstand der Bürger. Piu, 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 piu. So. Ah. Ach, ich hatte schon Flugzeuge. Ah, geil. Ja, dann hier. Speicher nochmal. Mission 10. So. Drei Bomber, Leute. Das muss doch ausreichen jetzt. Und Bams. Ha. Genau, Leute. Das war es nämlich schon. Sehr schön, Leute. Das war die Orca-Mission. Drei Gummipanzer. Ja gut, aber die haben ihm nichts viel gebracht. So, Leute. Ihr seht's wieder. Wir haben wieder sau viele Gebäude verloren. Wir haben die Mission schon mal gespielt, wie ihr seht. Mit ein paar mehr Punkten. Aber gut. Leute, dann sind wir jetzt wirklich wieder auf dem Stand, wo ich auch letzte Woche war. Genau, dass wir jetzt hier das ganze Gebiet einnehmen, richtig. Und es geht nach Griechenland, ganz genau, Leute. Allerdings erst in der nächsten Mission. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Und teilt den Kanal, wenn ihr Bock habt. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.